Hallo und herzlich willkommen zum Webinar Antworten auf häufig gestellte Fragen. Mein Name ist Ralf Janssen und ich werde Sie hier durch die Themen geleiten. Ich habe gar nicht viele Folien mitgebracht. Wir gehen nämlich gleich in das Albis rein. Und zwar, ich fange mal an mit einer Frage, die häufig jetzt kommt, auch wegen Corona, dass eine Hygienepauschale angelegt werden soll als Analogziffer für private Patienten. Wie macht man das Ganze? Ich gehe in den GOR-Stamm über Stammdaten GOR neu. Und für die Hygienepauschale ist nach meinem Kenntnisstand die Basisziffer, die wir jetzt hier nehmen, um eine Analogziffer draus machen zu können, die Ziffer 383. Die gebe ich jetzt hier oben ein. Ups, die gebe ich hier oben ein. 383. Wähle sie dann hier an. Und das ist dann hier die entsprechende Basisziffer. Die möchte ich jetzt zu einer Analogziffer umwandeln. Das mache ich am einfachsten, indem ich hier auf Kopieren gehe. Dann werden nämlich alle Daten kopiert. Um es als Analogziffer zu kennzeichnen, kann man dann hier entsprechend ein A vorgeben. Das ist dann die Kennzeichnung analog. Dann als Leistungstext wäre es dann in diesem Fall eine Hygienepauschale. Und wichtig ist für diese Ziffern, müssen Sie die ganzen Kosten bei DKGNT entsprechend entfernen. Ansonsten bleibt der Rest soweit okay. Bei dieser Analogziffer ist nach meinem Kenntnisstand es so, dass sie immer nur oder für dieses Quartal gültig ist. Das heißt, Sie können hier dann die Gültigkeit entsprechend auf das Ende des Quartals anpassen. Dann sagen Sie hier übernehmen. Und somit ist die Analogziffer angelegt und Sie können sie jetzt entsprechend verordnen. Wenn die Ziffer jetzt verlängert wird, können Sie im Nachgang wieder in den GOR-Stamm reingehen, auf Ändern gehen und hier natürlich die Gültigkeit dann auf den 30.06. verlängern, sofern diese Pauschale weiterhin dann für Sie abrechenbar ist bei Privaten. Was ich Ihnen noch zeigen möchte, was häufig gefragt wird, EBM-Ziffer, die man anlegen kann. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, immer in den EBM reinzugehen. Und zwar können Sie über Stammdaten EBM 2000 plus Gebührenordnung reingehen. Oder Sie können auch hier über die Karteikartenzeile reingehen und LKO eingeben und dann zum Beispiel schon die ersten Buchstaben eingeben und dann F5 drücken, weil dann öffnet sich der EBM deutlich schneller, weil er hier dann entsprechende Filterfunktionen hat. Grundsätzlich empfehle ich Ihnen auch diesen Weg über die Karteikarte zu gehen, weil Sie dort immer die Arztkennung haben. Und wenn wir den EBM öffnen, gibt es hier immer den Fachgruppenfilter, sodass man hier dann auch entsprechend genau sieht, das ist eine Ziffer, die für mich hier in meinem KV-Gebiet gültig ist. Man kann natürlich hier die Funktionen auch entsprechend rausnehmen, wenn man möchte, aber ist meines Erachtens der schnellste Weg, um den EBM aufzurufen, indem man hier auch schon ein paar Zahlen eingibt. Meine Ziffer, die ich eingeben will, gibt es im Moment noch nicht. Okay, ich möchte sie jetzt hier neu anlegen. Dann gehe ich auf Neu. Dann habe ich hier eine ganze Menge Eingabefelder und die meisten brauchen wir aber in der Regel gar nicht. Ich will jetzt hier nur die Ziffer eingeben. Ich habe hier mal eine Beispielziffer eingegeben, mitgebracht, die 97901. Die ist hier in Rheinland-Pfalz gültig. Die anderen Funktionen brauche ich hier gar nicht ausfüllen. Ich gebe jetzt hier den entsprechenden Gültigkeitsbereich ein, 01.01.2022 bis, und dann kann ich jetzt hier zum Beispiel 31.12.2023 eingeben. Hinweis hier zu dem Gültigkeitsbereich. Wenn Sie jetzt eine neue Ziffer eingeben, weil wir sie aktuell noch nicht geliefert haben, das kommt ja immer mal wieder vor, dass die Ziffer beschlossen wird. Ab morgen oder rückwirkend zum 1.3. dürfen Sie irgendwelche Ziffern abrechnen. Dann haben wir die natürlich noch nicht von der KBV bekommen und können diese natürlich auch noch nicht bereitstellen. Dann ist es immer sinnvoll, sich die Ziffer selber anzulegen über den Weg. Und dann macht es Sinn, dass man hier die Gültig-Bis-Ziffer, den Gültig-Bis-Bereich vielleicht auch nur bis Ende des aktuellen, vielleicht bis Ende des nächsten Quartals zu setzen, damit danach automatisch unsere Ziffer kommt, die wir liefern, weil die Ein- und Ausschlüsse, die man in der Regel nicht mit eingibt, werden dann durch die
durch unser EBM-Update dann entsprechend mit ausgegeben. Wir bleiben aber bei dieser Ziffer, weil das eine Ziffer ist, die KV nicht regelmäßig mit ausgibt. Lege ich die jetzt hier entsprechend soweit an bis Ende 23. Und als Leistungstext ist das jetzt hier in diesem Fall Diabetes ohne Insulin Typ 2. Das ist dann der Text, der entsprechend mit für Sie in der auf der Scheinrückseite steht. Die KV bekommt nur diese Informationen, alle anderen Informationen, die Sie hier reinschreiben, bekommt die KV nicht. Wenn Sie eine Bewertung hinterlegen wollen für Ihre Statistik, können Sie das hier tun. Meine Ziffer hat keine Bewertung, deshalb lasse ich das aus. Genauso wie Anzahl Bedingungen gibt es für diese Ziffer nichts Spezielles. Das muss ich hier auch nicht eintragen. Und für Sie würde ich auch sagen, oder hoffe ich mal, dass in den meisten Fällen diese ganzen Informationen nicht wichtig sind. Dann kann man sie auch entsprechend weglassen. Und spätestens beim nächsten EBM-Update werden dann die Daten aktualisiert. Ich gehe jetzt hier auf Übernehmen. Dann kommt eine Hinweismeldung, dass ich hier eben eine Ziffer angepasst habe oder geändert habe. Und Sie sollten hier entsprechend bei der Aktualisierung auf Ja gehen. Das sollte in der Regel auch nicht lange dauern. Wenn Sie Ziffern selber angelegt haben, haben die hier ein Kennzeichen B für Benutzer definiert. 20 ist bei mir das KV-Gebiet 20. Das ist bei Ihnen eventuell eine andere Zahl. Und wenn es eine KBV-Ziffer ist, würde hier KBV stehen. Das soweit zum Anlegen der entsprechenden Ziffern. Wichtig, wenn Sie das öfter machen müssen oder wenn Sie das mal gemacht haben, können Sie über Stammdaten EBM 2000 plus, da muss ich den Patientennamen erschließen, das war, wenn Sie über Stammdaten EBM gehen, EBM 2000 plus, haben Sie hier auch die Möglichkeit, Benutzerziffern zu aktualisieren. Dann schauen wir im System nach, welche Ziffern haben Sie selber angelegt und gibt es dafür eine passende EBM-Ziffer im Update. Das sollten Sie nach einer Aktualisierung dann entsprechend durchlaufen lassen. Da steht auch immer in der Update-Beschreibung drin, wie sowas zu handeln ist. Privatpatienten können hier entsprechend Untersuchungen bekommen, die dann über die Krankenkasse abgerechnet werden. Wenn der Patient aber privat ist und Sie über das Symbol neuer Schein gehen, dann haben Sie hier keine Möglichkeit, einen Kassenschein zu hinterlegen. Im Albis gibt es aber einen Trick. Und zwar, wenn Sie die Tastenkombination STRG und Shift, also die Großschreibtaste, zusammendrücken und dann mit der Maus auf dieses Symbol gehen und dabei immer diese Tasten Shift und STRG gedrückt halten, dann kommt noch eine Meldung eventuell. Die drücke ich mit Ja weg. Ich halte immer noch die Tasten gedrückt und erst wenn dieser Dialog kommt, lasse ich diese Tasten los. Und jetzt kann ich nämlich auch hier sagen, ich möchte einen Abrechnungsschein anlegen. Und dann kann ich hier über das Ersatzverfahren die entsprechende Kasse hinterlegen. Das ist die 38825. Entsprechend ausfüllen, so wie sich das dann gehört und über OK anlegen. Und okay, jetzt kommt hier noch eine Zusatzangabe, die fülle ich jetzt mal nicht aus. Ach so, müsste ich doch. Nee. Dann kommt die ganz normale Diagnosenübernahme. Das möchte ich jetzt hier nicht. Jetzt habe ich dann hier den entsprechenden Schein hinterlegt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Formular OEGD aufrufen will, wird mir auch der Abrechnungsschein angeboten für diese Kasse. Hier nochmal ein Hinweis melden, weil das ein Kassenformular ist, ob ich das wirklich will. Natürlich in diesem Fall. Und dann habe ich die entsprechenden Informationen mit der Kasse hier drauf und kann jetzt hier das Ganze ausfüllen und entsprechend auch über die Kasse abrechnen. Dann muss ich eine Diagnose erfassen. Und bei der Covid-Diagnose habe ich das bei mir so hinterlegt mit einer kleinen Diagnosenkette. Die heißt bei mir COF. Und ich drücke dann F4. Und dann wird mir diese Diagnose, die ich hier immer bei mir zusammen abrechne, entsprechend auch sofort hinterlegt, ohne dass ich dann jetzt was näher ausfüllen muss. Und ich kann mit Tab das Ganze bestätigen. Jetzt fragt er, wo soll es hingehen? Privat oder Abrechnung? In diesem Fall eben auf den Abrechnungsschein. Und es kommt nochmal eine Meldung eben hier, dass diese Diagnose meldepflichtig ist. Ich denke mal, dass diese Diagnose meldepflichtig ist, wissen Sie alle und wir wollen das nicht jedes Mal mit OK bestätigen. Diese Meldung kann man auch ausschalten. Und zwar können Sie unter Optionen Diagnosen hier unten diesen Schalter setzen, Meldepflicht für die U701 und die U702 und U99.00 deaktivieren. Das heißt, wenn Sie diese Diagnosen erfassen, kommt nicht jedes Mal diese Hinweismeldung mit der Meldepflicht.
Sie müssen natürlich trotzdem daran denken, dass Sie das Ganze melden müssen. Jetzt kommt die Frage berechtigterweise, wie habe ich das mit der Diagnosenkette gemacht? Wenn Sie mit Diagnosenketten arbeiten wollen, also immer so 2, 3 Diagnosen haben, die Sie oder 5, die Sie zusammen abrechnen wollen, gibt es da eigentlich einen ganz einfachen Trick, wie man das machen kann. Sie tragen die Diagnosen ganz normal in die Karteikarte ein mit dem entsprechenden Diagnosenzusatz. Dann können Sie den ganzen Text hier markieren, mit der rechten Maustaste anklicken und auf Kopieren gehen. Und wenn Sie jetzt das Kürzel DIA eingeben und F3 drücken, kommen Sie in den Karteikartenkürzelstamm. Und hier können Sie einen Textbaustein anlegen. Und da der nur für die Diagnose greifen soll, gehe ich auf Ändern und sage hier Textbausteine definieren. Und hier kann ich dann über Neu auf der rechten Seite dann einen Textbaustein definieren. Und da trage ich jetzt einfach diese Diagnose einfach ein über Steuerung V. Beziehungsweise geht auch über rechte Maustaste einfügen. Als Extra-Tipp, um das ein bisschen besser zu unterscheiden zu können, gerade wenn Sie verschiedene Diagnosen als Textbaustein hinterlegen, können Sie hier einen Namen vorschreiben. Ich nenne jetzt bei mir COF2, weil ich die schon einmal habe, und trennen das Ganze dann mit einem Add-Zeichen. Und dann sagen Sie hier übernehmen. Dann wird das hier übernommen und hier sehen Sie dann Ihre ganzen Diagnosen, die Sie hinterlegt haben, Ihre Textbausteine dafür. Dann sagen Sie hier übernehmen, okay, und übernehmen. Und wie funktioniert das Ganze? Ich nehme jetzt hier nochmal die Diagnose raus, weil zweimal eingeben geht nicht. Ich sage jetzt hier DIA, gebe dann mein Kürzel ein, das, was ich vor dem Add gehabt habe, weil dann kann ich auch mehrere einfach nutzen. Das wäre jetzt bei mir COF2. Und dann drücken Sie F4, das steht auch hier unten in der Hilfeleiste, F4 Textbausteine, entsprechend auflösen. Und somit kommt dann hier die entsprechende Diagnose rein und Sie brauchen dann auch keine weiteren Bestätigungen machen. Also für Sachen, die Sie häufig zusammenverwenden müssen, ist das eine tolle Geschichte. Ich möchte das jetzt nicht speichern. Okay. Hier unten gibt es diese Hilfezeile. In der Regel ist sie drin. Falls Sie sie mal nicht haben sollten, weil hier sind immer die wichtigsten Schnellzugriffe hinterlegt, die können Sie ganz einfach über Ansicht, Statuszeile aktivieren. Bei mir ist jetzt hier auch ein Häkchen vor. Wenn ich das jetzt hier rausnehme, ist auch hier unten die Zeile weg. Wenn ich wieder über Ansicht, Statuszeile markieren gehe, dann kommt sie hier wieder rein. Also würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie die auf jeden Fall immer aktiv haben, weil dann sehen Sie auch auf Formularen oder hier in der Karteikarte, was für Sprungmöglichkeiten Sie in diesem Feld haben. Dann möchte ich Ihnen noch was zeigen, was die Abrechnung betrifft. Und zwar habe ich meine Abrechnungsvorbereitung laufen lassen und in den Protokollen hoffe ich, jetzt den Fehler schon sehen zu können, den ich vorhin gemacht habe. Und zwar habe ich hier jetzt 2, 3 Sachen, die ich Ihnen nennen möchte. Einmal haben Sie jetzt, wenn Sie jetzt eine Abrechnung durchführen mit dem Update 2210, immer diese Meldung hier oben, diese Warnmeldung, dass im Feld 225 TI Fachanwendung muss jeder zulässige Wert genau einmal zu einer Betriebsstätte vorkommen. Können Sie ganz gepflegt ignorieren, ist ja auch nur eine Warnmeldung. Wir werden Ihnen voraussichtlich morgen ein Update online bereitstellen, die 2212, die ist dann auch nur als Online-Update erhältlich. Da ist dann der Novavax-Impfstoff mit drin und mit dem Update haben wir auch die Albis-Einstellung so vorgenommen, dass diese Meldung nicht mehr in der Abrechnung vorkommt. Ist jetzt nicht schlimm, also ist auch nur eine Warnmeldung, eine Hinweismeldung, aber wen das stört, der darf natürlich dann gerne das entsprechende Online-Update einspielen. Dann kommen wir hier noch zu den Fehlermeldungen. Hier ist speziell zu beachten, dass Sie immer die Fehlermeldung beginnend haben mit dem Namen und den entsprechenden Kassendaten, sowie hier bei INT die 8, das ist die Patientennummer, die der Patient bei uns im System hat. Und erst dann kommt die Fehlermeldung. Oft, wenn man so eine längere Liste hat, versieht man sich hier. Also erst kommt der Name und dann die Fehlermeldung. Und hier ist zum Beispiel so eine typische Fehlermeldung, die häufiger vorkommt in
dieser oder ähnlicher Art. Und zwar, wenn die Angabe zu besondere Patientengruppe gleich 7 oder 8 ist, dann muss der Kostenträgerabrechnungsbereich gleich 01 für Sozialversicherungsabkommen sein oder 09. Ja, das mit dem Sozialversicherungsabgleich, das kommt häufiger mal, weil man da irgendwelche Einstellungen nicht ganz sauber getroffen hat. Was muss ich jetzt hier tun? Ich rufe jetzt hier meinen Patienten Nummer 8 auf. Ja. Und gehe jetzt auf den Schein. Wenn ich jetzt hier das Scheinsymbol anklicke, kann ich hier auf Schein bearbeiten gehen. Und jetzt kann man hier sehen, der ist eingelesen worden mit dem Status Mitglied SVA. Aber hier im Kostenträgerabrechnungsbereich ist 00 eingestellt. Wenn ich jetzt hier 01 einstelle, dann passt das und dann ist der Fehler auch weg, wenn ich jetzt gleich neu vorbereite. Ja, es kann natürlich aber auch andersrum sein, dass Sie hier vielleicht 01 eingestellt haben und der ist das gar nicht. Dann ist die Fehlermeldung ein bisschen anders, aber geht immer in den gleichen Bereich rein. Und das können Sie dann hier entsprechend umstellen und neu auswählen. Dann gehe ich noch einmal in das Fehlerprotokoll. Hier unten als letztes nochmal als Hinweis, das ist immer so ein Abschluss für die Betriebsstätte, da ist Ihre Betriebsstättennummer, wird in der Abrechnung die Produktversion des Connectors und die Kennzeichnung, dass Sie ein EPA-fähiges Softwaremodul haben, angezeigt. Kann natürlich auch sein, dass bei Ihnen hier steht, dass Sie kein entsprechendes Modul haben. Das ist aber wichtig, sollte man immer ein Auge drauf halten, weil wenn Sie kein EPA-fähiges Software-Modul besitzen, dann würden Sie 1% Abzug bekommen für Ihre Abrechnungsdaten. Und das möchte ja keiner. In der Regel setzen wir das korrekt, wenn alle Daten entsprechend vorliegen. Wenn nicht, und Sie sind der Meinung, dass Sie alle Module haben und hier steht, Sie haben kein EPA-fähiges Modul, dann sollten Sie sich sicherheitshalber mit dem Support in Verbindung setzen. Das soweit zum Fehlerprotokoll. Eine weitere Sache, die gerne an der Hotline gefragt ist, wie man einen neuen Drucker beziehungsweise ein Formular auf einen anderen Drucker umstellt. Das ist relativ einfach. Sie können unter Optionen Formulare hier das entsprechende Formular suchen, was jetzt einen anderen Drucker haben soll. Bei mir ist es jetzt das Muster 10. Hier bieten wir Ihnen hier oben auch die Suche über die Musternummer an. Ich gebe jetzt hier M10 ein. Dann zeigt mir hier schon das M10A ein. Das möchte ich nicht. Das M10C auch nicht. Ich gehe hier wieder auf Weitersuchen. Ich gehe zur Überweisung Labor M10. Die suche ich jetzt. Da will ich den Drucker ändern. Das klicke ich dann hier entsprechend an. Gehe hier auf Ändern. Und jetzt kann ich hier zu dem Formular diverse Einstellungen vornehmen. Und zwar kann ich hier den Drucker ändern, indem ich hier auf Drucker ändern klicke und dann hier einen entsprechenden anderen Drucker auswähle und mit OK bestätige. Ich gehe nochmal hier auf Drucker ändern. Wenn der Drucker mehrere Schächte hat, kann man hier natürlich auch dann das entsprechende Fach auswählen, aus dem dann gedruckt werden soll. Ist jetzt zum Beispiel bei Blanko-Formularbedruckung eine spannende Geschichte, weil man ja hier teilweise A4 und A5 Formulare hat und die dann in verschiedenen Fächern liegen können. Wenn der Ausdruck mal nicht ganz passt, was bei BFB nicht vorkommt, aber wenn man noch Formularvorlagen hat, dann kann man hier bei einzelnen Formularen auch über die X- und Y-Achse das so ein bisschen verschieben. Aber hier bitte vorsichtig sein, wenn das bei allen Formularen nicht passt, dann gibt es eine zentrale Stelle unter Optionen Geräte Drucker, wo man das einstellen kann. Wenn aber ein Formular nicht ganz so beim Ausdruck passt, dann kann man hier auch für das einzelne Formular über X-Achse und Y-Achse das einstellen. Also wenn der Druck weiter nach links soll, klickt man dann entsprechend auf den Pfeil nach links. Wenn das weiter nach rechts soll, auf den Pfeil nach rechts. Ansonsten sollte eigentlich 00 für alle Formulare soweit korrekt sein. Dann gibt es hier unten noch die Funktion Stempel ausdrucken. Wenn Sie Formulare schon vorgestempelt haben, dann soll natürlich nicht der praxisinterne oder der Albis-Stempel mit ausgedruckt werden. Dann kann man hier auch den Haken Stempel ausdrucken rausnehmen. Wenn Sie keine vorgedruckten Stempel haben bei den Formularen, dann setzt man natürlich hier den Haken und dann wird der Stempel, den man im Albis eingestellt hat, hier entsprechend auch gedruckt. Hier
Bei dem Formular Überweisung gibt es noch eine Besonderheit. Hier gibt es noch einen kleinen Button Weitere Optionen. Hier kann man nämlich zum Beispiel bei Privatpatienten auch die LNR und BSNR drucken. Das ist eine Möglichkeit, die wir anbieten. Einige Praxen möchten das gerne und das kann man dann hier entsprechend anwählen, wenn es so sein soll. Wenn ich alle Einstellungen soweit vorgenommen habe, kann ich hier auf Übernehmen gehen und über OK das Ganze verlassen. Diese Druckereinstellung, sieht man hier oben, ist nur für diesen Arbeitsplatz. Das heißt, von diesem Arbeitsplatz wird jetzt auf den HP LaserJet gedruckt. Wenn man jetzt für verschiedene Ärzte verschiedene Drucker anwählen möchte, kann man das natürlich auch tun. Ich kann dann sagen, JA, mein Justus Albus soll auf dem Drucker Fax laufen und der RH soll auf dem Drucker Microsoft Print to PDF laufen. Und so weiß dann Albus, wenn jetzt die Überweisung von dem Herrn RH, also von dem Renus, gedruckt werden würde, würde es auf das diesen Drucker gehen. Bei dem Herrn Jonta Justus Albus würde es auf diesen Drucker dann gehen. Und so können Sie Ihre Einstellung selber vornehmen und müssen hier nicht unbedingt immer den Techniker kontaktieren für diese entsprechenden Einstellungen. Ich soll jetzt hier mal übernehmen und OK. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar hat Albus ein internes Nachrichtensystem. Und zwar kann ich über ein Symbol oder über die Tastenkombination Steuerung, Shift und V eine Nachricht an einen anderen Platz versenden. Ich habe jetzt hier nur einen Platz, deshalb schicke ich die Nachricht an mich selber, kann das hier entsprechend auswählen und kann dann hier eine Textnachricht eingeben, Test. Und ich sage jetzt hier OK. Jetzt wird das weggeschickt und an dem anderen Platz kommt dann die entsprechende Hinweismeldung, was ich dann hier entsprechend eingegeben habe. Jetzt kommt das Problem, was ich hier näher zeigen möchte. Jetzt habe ich hier eine Meldung, die ist natürlich jetzt permanent da und ich kann jetzt nicht irgendwie ein Rezept öffnen oder ähnliches, weil Albus jetzt hier mit diesem Dialog sich blockiert. Das ist eine Einstellungsmöglichkeit, die man nutzen kann, damit man auch immer die entsprechende Textnachricht sieht. Wenn man sagt, okay, das ist jetzt mir nicht so wichtig, was da an Text kommt, dann kann man das Anzeigeverhalten auch anders machen. Und zwar kann ich über Optionen Nachrichtenkommunikation, Optionen Nachrichtenkommunikation, hier im Register allgemein das Pop-up-Fenster verändern. Ich kann sagen, es soll nie kommen, bei mir soll es aber immer kommen, aber ich möchte hier nur ein Hinweisfenster bekommen, also keinen Dialog, sondern nur ein Hinweisfenster. Jetzt gehe ich über OK raus. Jetzt drücke ich nochmal STRG, Shift und V und kann jetzt auch hier über Textbausteine noch einen anderen Text hinzufügen, das ist ja auch okay, und sage jetzt okay. Und jetzt sehen Sie gleich, kommt der Dialog nicht, sondern es kommt hier so ein Slidey Notify, also so ein kleines Pop-up-Fenster, was dann entsprechend angezeigt wird. Und das geht auch von alleine wieder weg, es sei denn, Sie bleiben mit der Maus drauf. Wenn ich jetzt mit der Maus darunter gehe, verschwindet das nach einem kleinen Moment. Hat natürlich den entsprechenden Nachteil, wenn Sie nicht auf den Bildschirm gucken, ist die Nachricht weg. Aber Sie können ganz normal weiterarbeiten. Dafür gibt es hier dieses Postfachsymbol. Da kann man dann draufklicken. Und dann werden einem hier alle entsprechenden Nachrichten angezeigt, die Sie bekommen haben. Also da kann man dann mit dem Nachrichtensystem ein bisschen spielen und sich das Ganze dann eben zu eigen machen. Das soweit zum Nachrichtensystem. Als weitere Sache möchte ich einmal nochmal auf die EAU gehen. Die EAU können wir soweit erstellen. Sollten Sie auch entsprechend schon nutzen, auch wenn also in der Presse gibt es zwar schon die Aussage, dass es da angeblich Verschiebungen gibt, aber die aktuelle Gesetzeslage sagt immer noch, zum 1.7. haben Sie die Pflicht, die EAU elektronisch zu versenden. Das, was auf jeden Fall nach hinten geschoben ist, ist, dass die Krankenkassen den Arbeitgeberanteil automatisch weiterleiten sollen. Das ist auf den 1.1. nach aktuellem Kenntnisstand verschoben. Daher EAU gerne einsetzen und entsprechend auch versenden. Was ich dazu noch nennen möchte, ist einmal hier das Symbol des E-Postfachs. Das kann man entsprechend einblenden. Und hier gibt es verschiedene Farbeinblendungen. Grün heißt, alles ist in Ordnung. Gelb heißt, es sind Daten da, die Sie noch versenden können. Und rot heißt, Achtung, hier
Gibt es ein Problem? Da hat zum Beispiel die Krankenkasse eine Rückmeldung geschickt, dass irgendwas nicht ganz koscher war. Und da müssen Sie hier entsprechend tätig werden. Wenn ich dann hier drauf gehe, komme ich ins Postfach rein und diese Problemfälle, nenne ich es jetzt mal, sind in den Änderungsmitteilungen dann entsprechend hinterlegt. Da können Sie draufklicken und sehen hier die Fehlermeldung. Da bei mir die EAU nicht aktiv ist, weil ich keinen Connector hier habe, kann ich das jetzt hier nicht explizit zeigen. Wichtig ist, das Symbol bleibt so lange rot, bis Sie hier die entsprechenden Änderungen vorgenommen haben. Zum Beispiel, wenn Sie den Patienten öffnen, kommt eine Hinweismeldung, wo auch nochmal der Text drinsteht, was fehlerhaft war. Da gibt es immer so einen kleinen Haken, dass Sie das gelesen haben oder wissen, was Sie zu tun haben. Und dann, wenn Sie da den Haken setzen, wird auch dann das Symbol nicht mehr rot, sondern dann entsprechend grün. Dann gibt es bei der EAU in einigen Fällen, bei einigen Praxen immer Fehlermeldungen, wenn die geöffnet wird. Die sieht zum Beispiel so aus. Ich habe hier mal eingeblendet, es wurde ein Fehler festgestellt. Bitte kontaktieren Sie Ihren CGM Albis Vertriebs- und Servicepartner. Fehlertext, es konnte aufgrund von fehlenden oder falschen Stammdaten keine EAU erzeugt werden. Wenn Sie die EAU nutzen oder versucht haben zu nutzen und Sie kriegen immer diese Fehlermeldung, dann kann das verschiedene Gründe haben. Es gibt diverse Pflichtfelder, die zu füllen sind. Und wenn die nicht gefüllt sind, dann können wir keinen elektronischen Datensatz erzeugen und wegschicken. In der Regel betrifft es dann Stammdaten bei Ihnen. Die können Sie dann kontrollieren unter Stammdaten, Praxisdaten. Einmal in der Hauptbetriebsstätte, ob hier die entsprechenden Daten alle gefüllt sind. Was bei einigen Praxen fehlt, ist zum Beispiel hier die Hausnummer. Ja, die muss auf jeden Fall da sein, ist eine Pflichtfunktion, die brauchen wir auf jeden Fall. Und was noch, also erfahrungsgemäß bei einigen Praxen gefehlt hat, ist in dem Arztdaten, in der Arztdatenverwaltung, wenn Sie dann den Arzt anwählen und auf Ändern gehen, dass hier zum Beispiel der Vorname nicht gefüllt war oder hier in den Erfassungseigenschaften kann man noch einmal reingehen, dass hier eine Hauptfachgruppe gefehlt hat. Wenn Sie bei jedem Patienten diese besagte Fehlermeldung bekommen, die ich jetzt hier hinterlegt habe, dann kann es sehr gut sein, dass bei Ihnen in den Praxisstammdaten da was nicht ganz koscher ist. Das kann man dann schnell selber kontrollieren und ergänzen und danach sollte dann auch entsprechend das Ganze wieder gehen. Wenn das nur mal vorkommt bei ausgewählten Patienten, dann kann es sein, dass bei diesen Patienten eventuell was in den Patientendaten nicht ganz koscher ist. Das könnte dann auch hier vielleicht eine fehlende Hausnummer sein, aber ich möchte noch zwei Sachen sagen. Einmal, im Albis haben Sie unter Fragezeichen Infoseiten. Im Bereich Online-Schulung alle Videos oder nicht alle, viele Videos, die Sie dann auch auf YouTube finden. Und hier kann man auch nach Themen suchen, zum Beispiel nach Statistik. Und dann werden die Statistikinformationen hier aufgelistet und dann können Sie sehen, freie Statistik und können hier über zum Video direkt sich das Video anschauen. Das geht dann auf YouTube, das ist eine Verlinkung zum YouTube-Kanal und das Video wird dann hier entsprechend abgespielt. Dokumentationen finden Sie ja auch. Im Bereich der Dokumentation gibt es zu verschiedenen Modulen entsprechende Sonderdokumentationen, die man hier entsprechend nachlesen kann. Als letzten Punkt, der mir aufgefallen ist, wenn ich mich bei Praxen aufgeschaltet habe, sind so ein paar Einstellungen, die bei einigen Praxen nicht vorhanden sind, die ich aber eigentlich sehr nützlich finde zum Arbeiten. Das ist einmal diese Reiterfunktion. Man sieht jetzt hier, ich kann einfach von einem Patienten zum anderen wechseln über Karteikartenreiter. Die kann man sich entsprechend einblenden. Es ist unter Optionen Patientenfenster, Größe und Stil. Hier gibt es den Punkt Reiter. Den hakt man einfach an. Und dann werden beim nächsten Start dann hier die entsprechenden Reiter angezeigt. Das heißt, alle Patientenlisten, die Sie im Hintergrund offen haben, können Sie dann hier sehen. Die werden dann hier entsprechend dargestellt und Sie können hier relativ schnell wechseln. Zum Beispiel jetzt fürs E-Postfach, das hat man dann auf. Man kann dann hier schnell gucken, ist da was gekommen oder nicht. Man kann schnell von einem Patienten zum anderen wechseln. Halte ich eigentlich für eine ganz spannende Geschichte. Das, was ich dann häufig auch noch sehe, ist Fehlermeldungen vom EBM. Die kommen, das ist ja auch okay, wenn man die entsprechend eingeblendet hat. Wenn ich jetzt hier die
Pauschale zweimal eingebe, kommt dann eine Fehlermeldung und die poppt jetzt bei mir voll auf dem Bildschirm auf und ich kann jetzt eigentlich gar nicht groß weiterarbeiten. Eventuell weiß ich auch, dass ich jetzt hier eine Fehlermeldung bekomme und ich musste jetzt immer wegklicken, kann jetzt hier über das Kreuz wegklicken. Wenn Sie das stört, dass Sie immer diese große Fehlermeldung bekommen, können Sie die auch ganz einfach minimieren oder zumindest andocken, heißt das im Albis. Wenn Sie hier einmal reinklicken und dann über Ansicht verankern gehen, können Sie die zum Beispiel unten verankern. Dann ist die hier unten drin. Jetzt schließe ich die hier unten. Da ist auch so ein kleines Kreuz zum Schließen. Und nehme jetzt nochmal diese Ziffer weg. Wie sieht das jetzt denn entsprechend aus, wenn ich jetzt hier die 03000 eingebe und Tab drücke? Dann kommt jetzt ja auch wieder die Fehlermeldung. Huhu, hier ist was nicht ganz koscher. Das wird mir hier unten noch angezeigt. Aber ich kann im Albis weiterarbeiten. Ich kann jetzt sagen, ah, okay, lösche mir die Ziffer. Ja, das geht dann, ohne dass ich dann das Ganze entsprechend minimieren muss. Und wenn ich keinen Fehler habe, wenn er dann sagt, merkt, okay, ist kein Fehler mehr da, dann sieht man auch, geht die Liste unten weg. Also ich finde das eigentlich eine spannende Geschichte. Ich gehe da nochmal rein in die 03000. Also das ist jetzt, welche Ziffer Sie eingeben, um eine Fehlermeldung zu erzeugen, ist egal. Wenn Sie das wieder aufheben wollen, weil Sie sagen, das möchte ich doch wieder im Vollbild haben, können Sie ja da reinklicken und auf Ansicht gehen, verankern und dann entsprechend aufheben. Und dann ist wieder im Vollbild da. Ja, das ist eine arbeitsplatzbezogene Geschichte, können Sie natürlich gerne soweit durchführen. Das waren so die Themen, die ich vorbereitet habe. Ich gucke jetzt mal schnell auf die Fragen. So ein paar Fragen sind schon beantwortet worden. Hier gibt es eine Frage, wie richte ich die entsprechenden Zimmer ein? Ist das in Bezug auf das Nachrichtensystem? Dann würden die Zimmer alle dastehen und Sie müssten nur unter Optionen Arbeitsplatz hier oben den Namen des Arbeitsplatzes pflegen. Und ich würde Ihnen empfehlen, hier nicht Anmeldung rechts zu schreiben, sondern A1 oder A2 oder AR, dass Sie dann immer auch nur die Kurzbuchstaben eingeben müssen. Das wäre dann pro Arbeitsplatz einzustellen und nach einem Neustart kommt ja auch die Hinweismeldung entsprechend, würden Sie an den anderen Plätzen die entsprechenden Zimmer sehen. Wenn Sie dann hier über Steuerungsschiff V ins Nachrichtensystem gehen, würden dann hier mehrere Zimmer stehen, die Sie dann hier entsprechend anwählen können. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Hier gibt es noch die Frage mit dem E-Brief. Wie ist das mit dem E-Brief? Habe ich jetzt natürlich nicht vorbereitet zum Einrichten, aber wenn Sie eine KIM-E-Mail-Adresse haben und die Funktion des E-Arztbriefes ist freigeschaltet, können Sie hier in der Karteikarte einfach mehrere Zeilen markieren, zum Beispiel die hier und dann die Steuerungstaste, also STR gedrückt halten und die beiden dazu wählen. Und jetzt kann ich hier mit der rechten Maustaste das anwählen und sagen, ich möchte das per CGME-Arztbrief versenden. Ja, bei mir ist jetzt kein Connect eingerichtet, kein KIM, deshalb kann ich jetzt hier nicht das weiterversenden. Dann würde ein Dialog kommen und das Ganze kann dann verschickt werden. Da würde ich Sie gerne auch noch einladen zum Webinar der Neuerung, weil für den E-Arztbriefversand über KIM haben wir noch eine Neuerung im nächsten Quartalsupdate drin. Das zeige ich dann da live. Deshalb, da kann ich heute leider nicht mehr zum E-Arztbrief zeigen. Dann kommt hier eine Frage. Bei meinen Diagnosenketten kommt bei mir immer ein Auswahlmenü und keine ganze Kette, wie gerade gezeigt. Wo liegt der Fehler? Ich hatte vorhin die Diagnose eingegeben und ich hatte COF als Basis und COF2. Wenn ich jetzt bei mir hier nur COF eingebe und dann F4 drücke, dann kommt diese Auswahl. Ich schätze mal, das kommt bei Ihnen auch so. Und deshalb habe ich vorhin bei den Textbausteinen dann gesagt, setzen Sie einen Kürzel davor mit dem Add-Zeichen, weil dann können Sie speziell dieser Diagnosekette einen Kurznamen geben und über diesen Kurznamen das dann auflösen. Wenn Sie mehrere Treffer haben, werden die hier so entsprechend dargestellt. Ich kann natürlich jetzt hier die auch auswählen und übernehmen, ist aber natürlich immer ein Klick mehr. Wenn ich jetzt hier gleich COF2 eingegeben hätte und dann F4 drücke zum Auflösen der Textbausteine, dann würde sofort das Ganze aufgelöst werden. Also da müssen Sie mit Ihren Buchstaben so ein bisschen
überlegen, was ist sinnvoll, sodass man dann keine Doppelungen hat. Und so können Sie dann Ihre Textbausteine entsprechend eingeben. Noch eine Anmerkung, weil die habe ich vorhin nicht gesagt. Wenn Sie natürlich diesen Status gesichert nicht zwingend wissen bei einer Diagnose, weil es auch mal Ausschluss von oder ähnliches sein kann, können Sie natürlich, wenn Sie das als Textbaustein übernehmen, auch einfach weglassen. Dann kommt natürlich die ganz normale Abfrage der Diagnosenfunktion. Okay. Nein, ich möchte das nicht mehr sprechen. Ich hoffe, damit ist die Frage soweit erklärt. Dann gibt es hier eine Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, bei einem gelöschten Privatschein diesen wiederherzustellen. Grundsätzlich, wenn Sie einen Schein löschen, können Sie ihn nicht wieder einfach herstellen. Gelöscht ist hier entsprechend gelöscht. Dann gibt es hier noch ein Feld, wie kann ich in den psychotherapeutischen Sitzungen und Einträge eingeben? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was Sie damit meinen. Ich versuche es mal ganz kurz anzureißen. Dafür gibt es in der Regel im Albis das Therapiebuch. Sie können zum Beispiel über den Abrechnungsschein gehen, über Schein bearbeiten, würden dann hier sagen, anerkannte Psychotherapie, weil das müssen Sie dann ja auch entsprechend tun. Und über den Punkt Anerkennungsbescheide sehen Sie, was hier so los ist. Um jetzt was Neues anzulegen, können Sie hier über neue Verknüpfung mit Therapiesitzung gehen. Dann geht das Therapiebuch auf. Hier können Sie über neu eine Sitzung anlegen. Ich gebe jetzt hier mal was ein. Auch wenn das jetzt nicht sinnhaftig ist, was ich hier eingebe, mögen Sie mir dieses bitte entschuldigen. Jetzt habe ich die Ziffer natürlich nicht im Kopf. Ich hoffe, das würde es ungefähr passen. So habe ich jetzt hier die Sitzung angelegt. Übernehmen und okay. Okay. Und jetzt gibt es die Funktion einmal, dass ich hier sagen kann, ich gebe die Ziffer ein. Ja, okay, das war dann natürlich eine super Ziffer, die ich hinterlegt habe. Das tut mir leid. Ich gehe nochmal in meine Anerkennungsbescheide rein und gehe nochmal die Aufsetzung ändern. Ich gebe jetzt hier mal die 01100 ein, weil die gibt es auf jeden Fall. Hat jetzt nichts mit Therapie zu tun, aber zum Zeigen sollte das ausreichend sein. Wenn ich jetzt die Ziffer 01100 eingebe, kommt dann auch hier der entsprechende Hinweis, es ist eine Therapie zugeordnet, ob der Sitzungszähler runtergezählt werden soll. Und dann sage ich okay und dann werden auch die Daten im Hintergrund entsprechend hinterlegt. Hier ist einmal die Frage, aktivieren der EPA. Das ist relativ einfach, auch wenn ich jetzt die EPA hier nicht live zeigen kann. Können Sie unter Optionen Nachrichtenkommunikation, also Optionen Nachrichtenkommunikation, hier gibt es Konfiguration EPA. Und hier brauchen Sie einfach nur sagen, EPA verwenden und OK. Dann kommt zwar noch eine Hinweismeldung, dass man Albis einmal neu starten muss, aber dann können Sie die EPA verwenden und Sie haben dann hier die entsprechenden Symbole hier oben im Register Patient, die man dafür nutzen kann, um dann auf die EPA zuzugreifen. Dann die kommenden Online-Schulungen finden Sie immer auf unserer Homepage. Und die nächste Online-Schulung, habe ich vorhin schon mal gesagt, ist das Webinar zu den Neuerungen des Quartalsupdates Q2 2022, wird im April kommen. Das Webinar halte ich schon am 23. April dazu, von 15 Uhr bis 15.30 Uhr. Da sind Sie recht herzlich eingeladen, hier mitzuschauen. Kommen wir zu unseren kostenfreien Services. Wir sind natürlich auf Facebook vertreten. Hier können Sie uns gerne folgen. Hier werden auch immer die Videos bereitgestellt. Es gibt auch eine extra Facebook-Gruppe für die MFAs. Hier einfach mal nach Albis suchen. Dann sind wir natürlich auch auf Instagram vertreten. Falls Sie meine Schulung verpasst haben, finden Sie die immer auf unserem YouTube-Kanal CGM Albis. Hier können Sie sich natürlich auch gerne als Follower melden. Und das habe ich vorhin schon mal gezeigt, das gehe ich hier schnell drüber weg. Im Albis können Sie über das Fragezeichen Info, über das Fragezeichen auf die Infoseiten gehen und in den Online-Schulungen dann auch weitere Webinare sehen. Einen weiteren kostenfreien Service, den wir anbieten, ist die Community. Hier können Sie sich mit Kollegen austauschen und auch mit Albis-Mitarbeitern.
Ist kein Hotline-Ersatz hier, also bitte keine wichtigen Hotline-Fragen stellen. Dafür ist immer noch Ihr Vertriebs- und Servicepartner zuständig, um Ihnen hier ad hoc helfen zu können. Aber hier gibt es viele interessante Themen, wo man mal nachlesen kann, und das alles ist kostenlos. Dann bieten wir einen IBIS-Newsletter. Der kommt dann in der Regel 3-4 Mal im Jahr. Hier können Sie sich einfach kostenlos anmelden unter cgm.com/IBIS. Da sind Sie auf unserer Homepage. Und da gibt es dann einen Bereich Newsletter, und da können Sie sich dann gerne anmelden. Das war's soweit. Ich danke Ihnen allen fürs Zuhören. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.